Wenn wir beobachten, liebe Schwestern und Brüder, wie Jesus in seiner Jüngerschaft immer wieder familiale Strukturen aufbaut, von der Kernzelle her, vom Verständnis Gottes her, von seiner Vaterschaft her, wie er alle ja, wenn er das Reich Gottes verkündet, um Gott den Vater sammelt und ihnen deutlich macht, das ist die neue Struktur in dieser Welt und alles andere dagegen ist relativ, dann ist es wirklich sehr berührend, nachdem Paulus das nie erlebt hat. Er war nicht zu Lebzeiten Jesu in seiner Jüngerschaft. Es ist wirklich anrührend, wenn man sieht, wie Paulus genau das tut und genau wiederholt, als hätte er jede Silbe, jeden Atemzug Jesu in sich aufgenommen. Und gerade daran merkt man, was es bei Paulus bedeutet, wenn er sagt, Christus lebt in mir. Das wird an zwei Schülern, die die Kirche heute feiert, an Timotheus und Titus besonders deutlich. Auch an dem Tonfall des Briefes, sein geradezu intimer Tonfall, den wir eben hörten. Paulus hat zuerst die Frauen dieser Familie getauft, die Großmutter Lois und Mutter Eunike. Und dieser Sohn ist ihm ganz besonders. Man könnte das Gleiche für Titus sagen. Der echte, mein echter Sohn, wie Paulus sagt. Wenn er den entlaufenen Sklaven Onesimus mein Kind nennt, dem ich zum Vater geworden bin, durch den Glauben, dann verstehen wir etwas von dieser familialen Struktur. Und wie nahe Paulus Menschen an sich heranlassen kann, und das wird nicht einfach gewesen sein. Paulus ist kein einfacher Mensch gewesen. Und dennoch, dass er Mitstreiter gefunden hat, immer wieder, das sind gar nicht wenige, die wirklich ein familiales Verhältnis zueinander hatten. Das, was uns heute so fehlt, wenn wir zunehmend über Anonymität klagen. Wo es aber nicht um eine christlich genannte Kuschelgruppe ging. Wir sind nett zueinander und wir pflegen intensive Kontakte. Es ging immer um das Evangelium. Es ging immer darum, um die Vaterschaft Gottes, um die Anerkenntnis und Ausbreitung der Botschaft von Gott, um die Ausbreitung des Evangeliums. Diese beiden, die die Kirche heute feiert, es ist viel zu wenig von Mitarbeitern zu sprechen. Das sind, wenn man so will, apostolische Allzweckwaffen, die Paulus da zur Hand hatte. Man sieht das an ihrem Einsatz in diesem überaus schwierigen Korinth, die absolut nicht in der Spur gehen wollen, zumindest nicht in der apostolischen Spur. Man müsste beten um solche Mitstreiter, um solche Typen wie Timotheus und Titus, die auch heute unsere Gemeinden und unsere Getauften wieder in eine apostolische Spur bringen. Nicht in die Umlaufbahn um sich selber, sondern in eine apostolische Spur, wo wir doch so toll sind, wie die Korinther meinten, sie seien ganz toll und sind doch voll daneben. Timotheus und Titus ließen sich dazu brauchen, auf ganz unterschiedliche Weise. Sie gehen teilweise mit Paulus, sie ziehen mit ihm, dann kann er sie irgendwo zurücklassen, um selber weiterziehen zu können. Er ruft sie wieder zu sich, er sendet sie woanders hin. Und dann dieser Tonfall, dessen Zeugen wir eben wurden. Entfache die Gnade Gottes wieder in dir. Nicht schlapp machen unterwegs. Weitergehen, mutig weitergehen. Wir haben nicht einen Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäm dich des Evangeliums nicht, schäm dich auch meiner nicht, sondern leide mit mir für das Evangelium. Das ist das, was wir als nächstes vergessen. Dass wir für das Evangelium leiden müssen. Aber es gilt, Gott gibt dazu die Kraft. Und das Evangelium ist es wert. Wenn wir nicht in der Spur des Paulus und damit in der Spur Jesu die familialen Strukturen der Jüngerschaft und der Kirche wieder entdecken, wird uns ein gut Stück der Kraft fehlen. Es ist eine wichtige und gerade für heute so bleibende Aufgabe.